Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Kristall und schon mal vielen Dank für euer Interesse. Weiter geht's im Kampf gegen die Kimono Girls. Im letzten Part haben wir unseren vierten Orden erkämpft, was schwieriger war als gedacht. Und jetzt wollen wir uns die VM Surfer holen. Ah, verdammt, Aquana. Es waren noch zwei übrig, Aquana und Blitzer und ich... Hä? Was? Ach so, okay. Cool, ich dachte eigentlich, dass Knight Rider auf der 1 wäre, aber nee, ist er gar nicht. Ja, dann ist ja alles optimal. Habe ich den vorhin ausgewechselt? Also, im letzten Part halt? Wenn ja, war das irgendwie unbewusst. Na, egal. Super. Dann habe ich ja das perfekte Pokémon hier im Kampf gegen Aquana. Aber warum setzen die alle denn so oft Sandwirbel ein? Das nervt total. Aber als ich jünger war, fand ich die Kämpfe gegen die Kimono Girls immer sehr, sehr episch. Weil du siehst ja die Evoli-Entwicklungen im Game eigentlich fast gar nicht. Und die hatten eben alle verschiedene Evoli-Entwicklungen. Und deswegen fand ich das richtig, richtig episch. Das ist eine meiner Lieblingsstellen in diesem Spiel. Geht's euch da genauso? Ist echt richtig, richtig nice. Aber ich treffe mittlerweile überhaupt nichts mehr. Weil meine Genauigkeit, ja, auf Null gesunken ist. So gut wie. Jetzt greift das Viech auch mal an, ja, aber du wirst mich nicht besiegen, haha. Siehst du? Du hast viel zu lange auf deinem Sandwirbel beharrt. Und jetzt kommt die Strafe dafür. Völlig verdient. So, dala, dann wäre auch die Wilma besiegt. Und das letzte Kimono Girl hat auf jeden Fall ein Blitzer. Und ich habe auch gerade gesehen, die geben ziemlich viel Geld. Nice. Jemanden, der geldgeil ist wie mich, da ist das natürlich, ja, in doppelter Hinsicht lohnenswert, gegen sie zu kämpfen. Zum einen wegen den Scheinen und zum anderen wegen den EP. Supi. Gut. Blitzer. Ich fand, die haben auch alle richtig coole Animationen gehabt, oder? Jedes einzelne. Schön. Aber für diese Edition ist keine Evoli-Entwicklung eingeplant, oder? Nee, eigentlich nicht. Bin mir gerade selbst nicht sicher. Nee, ohne Spaß. Ich weiß gerade tatsächlich nicht, welche zwei Pokémon ich noch ins Team nehmen wollte. Löl. Das habe ich irgendwo in ein Textdokument gepackt. Muss ich mal nachgucken. Vielleicht sind wir schon längst am nächsten vorbeigerannt. Kann sein. Ist egal. So, und von dir kriege ich jetzt Surfer, ne? Die Kimono Girls sind nicht nur großartige Tänzer und wunderschön. Sie sind auch gute Pokémon-Trainer. Ich fordere sie ständig heraus, konnte sie aber noch nie besiegen. Die Art, wie du kämpfst, ist wie ein Tanz. So etwas sieht man nicht oft. Ich möchte dir etwas geben. Nur zu, nimm es ruhig. Na klar nehme ich das an. VM03, Surfer. Das ist Surfer. Damit können Pokémon Gewässer überqueren. Joa, und im Kampf ist es auch eine sehr nützliche Attacke. Das gilt nicht für jede VM, aber definitiv für Surfer. So. Marlin bekommt endlich eine richtig starke Wasserattacke. Ich schmeiß jetzt erstmal Blubber raus. Und dann im Anschluss fliegt Aquaknarre. Wenn wir irgendwas anderes Cooles bekommen. Aber bei ihr bin ich mit dem Moveset auch noch nicht sicher. Also auf jeden Fall Surfer und Hypnose, das ist gesetzt. Aber darüber hinaus, keine Ahnung. Gut, verlassen wir Teak City. Hier geht's weiter. Wir könnten jetzt zwar auch nach rechts gehen und da über das Wasser schwimmen, aber das macht nicht viel Sinn. Genauso wenig wie zur Ruhestätte gehen, dort oben rechts. Da, wo das Ho-Oh normalerweise lebt. Aber ich bin mir sehr sicher, dass man da früher oder später nicht mehr weiterkommt. Aber irgendwann im Let's Play werde ich auf jeden Fall zurückkehren und das Ganze überprüfen. Wo sagtest du, kommst du her? Neuburg hier? Professor Lind wohnt dort, nicht wahr? Du hast einen langen Weg auf dich genommen, um hierher zu gelangen. Ja, aber ich bin noch lange nicht am Ende. Diese Route ist mein aktuelles Ziel. Route 38. Sie führt
zu Oliviana City. Aber selbstverständlich gibt es auch hier eine Menge Trainer, die herausgefordert werden wollen. Und wir sprechen über ein Thema, was man eigentlich gerade als Nintendo-Fan immer wieder aufgreifen kann. Ist die Wii U noch zu retten? Ja oder nein? Also, ich muss ja sagen, ich nehme wie immer ein paar Parts im Voraus auf. Das Let's Play ist zwar schon gestartet, aber erst bei Part 4, 5 oder so angelangt. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob dieser Part vor oder nach der E3 online gehen wird. Und es ist ja ganz klar, dass wir zur E3 nochmal mit neuen Spielen rechnen können. Aber die Frage ist, können diese Games auch die Wii U retten oder nicht? Und auch Splatoon kommt ja, oder ist Ende Mai rausgekommen. Ich habe jetzt hier frisch die Review-Version vor mir und habe es auch sehr viel schon gespielt. Und ich finde, das ist ein Titel, der kann die Wii U durchaus retten. Doch, es funktioniert online sehr, sehr gut. Ich habe noch nie ein Lag gehabt oder ein Disconnect. Weder bei der Demo jetzt noch bei dieser Review-Version, weil die ist nämlich auch schon online fähig. Da kann man gegen andere Reviewer kämpfen und gegen Nintendo-Mitarbeiter, das ist voll lol. Und ja, es läuft einwandfrei. Und ich finde auch dieses Level-System sehr fair. Den Story-Modus, ja, den habe ich jetzt noch nicht so viel gespielt, aber scheint auch was zu bieten. Ich finde, das Spiel hat verdient, sich gut zu verkaufen. Und es könnte tatsächlich der Wii U helfen. Nicht, weil es ein Shooter ist, weil davon gibt es ja inzwischen Spiele wie Sand am Meer. Nein, es ist eben ein innovativer Shooter, denn so eine Art Shooter hat es noch nie gegeben und da hat Nintendo echt gute Arbeit geleistet. Sie haben halt gesehen, okay, Shooter gehen ab, findet ihr da geil, ist nun mal in, mach mal auch einen. Aber sie haben nicht irgendeinen COD-Klon hingeklatscht oder sowas, nein, sie haben es in ihrem Charme gemacht, mit ihrem Witz und mit ihrer Philosophie. Einfach etwas Neues, Lustiges, Spaßiges, was man mit anderen spielen kann. Und das ist, Stand jetzt, aus meiner Sicht auf jeden Fall gelungen. Ich kann noch nicht über den Score reden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es unter 82 sein wird am Ende. Also ist auf jeden Fall ein gutes Spiel und ich denke schon, dass sich das gut verkaufen würde. Es sollte auf jeden Fall so sein, sonst platze ich, ey. Und wenn ich so sehe, dass 25.000 Leute sich allein für Mario Party 10, was ein extrem schlechtes Spiel ist, eine Wii U gekauft haben, dann doch wohl bei Splatoon noch mehr. Oder auch Xenoblade Chronicles X, was mich ja persönlich nicht wirklich juckt, weil ich mit dem Genre nicht klarkomme. Nee, ist falsch gesagt. Weil ich mich für das Genre nicht interessiere. Auch das kann der Wii U helfen, weil es eben so mega groß ist und einfach viel bietet. Und solche Spiele kommen ja auch nicht jeden Tag raus. Ja. Da muss man abwarten. Ich kenne die Verkaufszahlen nicht. Vielleicht weiß man jetzt, wo das Video online geht, schon viel, viel mehr. Ja, möglicherweise. Aber dann hört ihr hier eben meine Gedanken vom, was haben wir denn heute? 13. Mai. Oh je, Konfusion ist natürlich eine sehr effektive Attacke. Da muss ich aufpassen. Also, wer es nicht hat, das Splatoon-Game unbedingt ins Let's Play reingucken und dann kaufen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es, ja gut, es wird mit Sicherheit irgendwelchen Leuten nicht gefallen, ist klar, aber den meisten, denke ich, wird das auf jeden Fall schon zusagen, das Spiel. Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, diese anderen Miyamoto-Games da, dieses Giant Robot und das andere Ding, das ist jetzt natürlich eher so eine nette Spielerei, also das wird nicht dafür sorgen, dass sich die Wii U grandios verkauft. Dann doch schon eher Splatoon, Xenoblade Chronicles X und ein 3D-Mario, ein neues, was richtig abgeht und was Neues bietet. Also kein Galaxy 3, sondern eben, keine Ahnung, einfach mal so eine Mischung machen. Warum? Sie können ja von mir aus auch so eine Art Super Mario 3D World in Super Mario 64-Stil machen. Das ist doch eigentlich das Beste, was geht, oder? Keine Ahnung, warum sie es nicht tun. Ja, das war eine ultimative Ankündigung eigentlich. Weil Super Mario 3D World hat schon viel geboten, war aber einfach.
Und halt eher Multiplayer-Titel. So wie New Super Mario Bros. Was ich aber will, was viele anderen auch noch wollen, ist eben Super Mario 64, wo du Missionen hast, wo du Sterne sammeln musst. Und eine Oberwelt hast, eine Kohle, die du bereisen kannst, wo du nach und nach was freischaltest. Oh, das wäre so cool. Ja, und The Legend of Zelda U, klar, das wird auch nochmal für einen kräftigen Boost sorgen, aber wenn das rauskommt, weiß ja inzwischen kein Schwein mehr. Oh nee, jetzt kommt er nie mit Delegator. Also es scheint auch nicht im Frühjahr 2016 rauszukommen, weil die aktuelle Release-Liste von Nintendo sagt leider, dass das nicht der Fall ist. Wir müssen demnach mindestens bis zum Sommer warten. Und ich glaube, auch dann werden sie es nicht releasen. Ich denke, die werden sich da jetzt richtig krass viel Zeit nehmen und das erst Oktober, November 2016 rausknallen, weil da verkauft sich's halt am besten. Ich glaube, da müssen wir wirklich alle in den sauren Apfel beißen. Jetzt, okay, ist auch etwas übertrieben. Ich meine, das Spiel wird natürlich ja nur besser. Aber ihr wisst, was ich meine. Von der Wartezeit halt. Aber ist auch klar, dass man lieber etwas länger wartet und dann was Episches bekommt, als jetzt im Januar, Februar irgendwas, was halt nur halb geil ist. Nein, Legend of Zelda Wii U soll auf jeden Fall mindestens in die Top 5 der Zelda Games kommen und ich sehe da eigentlich auch gute Karten für. Ui, süß, ein Corazon von einer Schönheit eingesetzt. Aber leider ist das halt kein Gegner für Marlene, die sich jetzt endlich entwickeln soll. Aber ich finde keine Gegner für sie. Und auch bei Woodgirl steht die letzte Entwicklung bevor. Ich muss mir halt, wie gesagt, noch ein paar Gedanken machen über die Attacken. Aber ich glaube nicht, dass ich irgendwas von Duplor noch mitnehmen muss. Aber was könnte ich denn Woodgirl noch geben, außer Gigasauger und Stachelspore, sowie eventuell Giftpuder. Was gibt's da denn noch? Solarstrahl und so, das ist eigentlich Quatsch. Wobei, wir können natürlich auch so ein Set machen mit Sonnentag. Das würde eben auch den Feuerstarter supporten. So dumm wäre das eigentlich gar nicht. Und dann könnte ich theoretisch auch Solarstrahl mit reinnehmen. Dann schmeiß mal Giftpuder noch. Ja, genau. Mach mal Gigasauger, Stachelspore, Sonnentag und Solarstrahl. Das klingt gut, oder? Finde ich jetzt. Doch. Das mach mal. Und davon brauche ich nichts von Duflor. Das kriegt man alles per TM oder per Levelanstieg. Oder ich hab's halt schon. Joa. Dann werde ich jetzt Duflor weiterentwickeln. Ich leg mich da fest, ich mein's ernst. Gigasauger müsste eine TM sein. Er lernt aber vielleicht auch per Level ab. Solarstrahl ist definitiv eine TM. Stachelspore haben wir schon. Und Sonntag ist auch eine TM. Ja. Passt. Und bei Marlene, ja. Da gucke ich mal, was es so für Optionen gibt. Aber ich bräuchte auch mal eine Elektroattacke, Mann. Klar, Lampi wäre auch eine Möglichkeit fürs Team gewesen. Das wäre halt dann ein Elektrowasser-Pokémon gewesen. Aber man kann eben nicht alles haben, ne? Nehme ich dann in einem anderen Let's Play. Mal sehen welches. Wahrscheinlich Gold oder Silber. Da hat der allen Ernstes drei Dodus. Alter, kümmere dich darum, Onyx. Das ist ein Gegner für dich. Und ich habe auch immer noch nicht nachgeguckt, welche Pokémon ich noch ins Team nehmen werde. Aber das werde ich danach auf jeden Fall machen. Und dann mache ich auch eine Pokémon-Pause, damit die Parts halt aktueller werden, die auf YouTube landen. Ja, leider. Ich würde gerne weiterspielen, aber ich will ja nicht zu viel vorproduzieren. Das mögt ihr ja auch gar nicht, nicht wahr? Ja, da widme ich lieber mich anderen Projekten, die noch nicht so viel Vorrat haben. Es soll ja immer schön alles ausgeglichen sein. Gut. Dann ist es jetzt soweit. Der Sonnenstein, den wir aus dem Käferturnier haben, wird eingesetzt. Hey, Woodgirl entwickelt sich!
Und damit ist sie das erste Pokémon, das die Endentwicklung erreicht hat. Oh, hübsch. Wow. Ohne Scheiß, ich finde es fast hübscher als, ja, das aktuelle Charaktermodell. Pokémon-Modell. Charaktermodell klingt so doof. 3D-Modell. Sagen wir es ganz richtig. Tja. Wollen wir sie gleich kämpfen lassen, hä? Gegen die nächste Schönheit? Ach, nee. Pflanze gegen Pflanze, das dauert sonst 5 Jahre. Und auch Marleen bitte nicht, sondern Weekend. Das ist klüger. Oh ja, ich habe ja noch so ein Mini-Gesprächsthema. Und zwar, in letzter Zeit kommen verdammt viele Puzzle-Games raus. Das nervt mich. Euch auch? Hier dieses Pokémon-Teil da. Wie heißt das denn nochmal? Boah, jetzt ist mir der Name entfallen. Vor 5 Sekunden hatte ich ihn noch im Kopf. Aber dieses Free-to-Play-Game meine ich auf jeden Fall. Und dann noch Mario, Quatsch. Puzzle & Dragons, Super Mario Edition. Ist auch nochmal so ein Dingens. Auf den Handys kommen solche Games ja auch ständig raus. Ich weiß nicht, da ist gerade so ein Trend, aber ich kann das nicht nachvollziehen. Ist das so einfach in der Entwicklung und bringt so viel Kohle oder was soll das? Auf den Handys ja, das weiß ich, dass es da total abgeht und sich übelst verkauft. Aber auf Konsolen? Ich meine gut, Puzzle Dragon Super Mario Edition war jetzt nicht schlecht. Aber ich denke, die Langzeitmotivation wird auch da eher gering sein. Muss ich jetzt außenrum gehen? Ach nee, durchs Gras. Scheiße. Dann aktiviere ich lieber mal kurz den Schutz. In der nächsten Stadt wird es ja wohl hoffentlich endlich mal wieder Schutz im Angebot geben. Nee, ernsthaft, dann erwarte ich auch schon Superschutz. Ich meine, es ist dann schon Oliviana City. Hallo, wir haben dann fast Johto schon bereist. Wir waren schon fast überall. Okay, bisschen übertrieben, aber wir haben auf jeden Fall schon viel gesehen. Und was ist das denn hier? Eine Farm? Und ein Psychotrainer. Jetzt kann ich Bluebella mal zeigen. Das ist sie. In ihrer vollen Pracht. Und mit dem süßen Ruf. Absorber! Zeig, was du kannst. Aber sie braucht auf jeden Fall stärkere Attacken langsam. Ich kann halt nur schlecht eingreifen. Ich muss warten, bis was Besseres kommt. Das ist das Problem. Ich kann ja mal schauen, wann die TMs zu finden sind. Vielleicht kann man die aber auch in einem Einkaufszentrum kaufen. Und ja, stimmt. Da sind wir ja eigentlich schon vorbei, ne? Dukatia City. Mist. Ich habe vergessen, da reinzugehen. Shit! Ich trottel! Soll ich jetzt zurückgehen? Weil bis Fliegen dauert es noch ein bisschen. Oh, scheiße. Ich bin wirklich ein Trottel. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, ich werde offscreen nach dem Part zurückrennen und den nächsten Part im Einkaufszentrum beginnen. Weil ich glaube tatsächlich, dass es da die ein oder andere interessante TM geben wird. Die zwar kosten wird, aber gut, wir haben das Geld. Und in der Spielhalle auch. Ja, ja. Da sollte ich mich auf jeden Fall mal umgucken. Das werde ich tun. Ach, wisst ihr was? Wir machen das jetzt. Gut, dann wollen wir das Kaufhaus mal abchecken. Unfassbar, dass ich das vergessen habe, oder? Mama ist sehr gut im Schnäppchen finden. Sie kauft ständig Waren unter dem Normalpreis. Okay, und haben die Sachen auch Qualität oder ist es von und Co.? Ich freue mich heute schon wieder aufs Einkaufen. Joa, klingt nicht sehr sparsam, aber okay, gut, musst du wissen. Das Kaufhaus bietet eine große Auswahl, aber einige Items erhält man nur als Preis in der Spielhalle. Oh ja, das stimmt wohl. Da muss ich auch noch irgendwie rankommen.
Die haben ziemlich viele coole Sachen. Willkommen, womit kann ich dienen? Hast du Schutz? Schutz? Nein? Oh Mann, was ist denn mit euch los? Schutzgate oder was? Kann doch nicht sein, dass keiner von euch Schutz hat. Wie sieht's mit dir aus? Oh ja, der hat. Zwar nur den normalen, aber er hat. Gib mal her. Dankeschön. Sehr nett. Der Pokécom kann bis zu 10 Nummern speichern. Es ist schwer zu entscheiden, welche Nummer man behalten soll und welche nicht. Ja, in deinem Fall würde ich alle Mädels speichern und die Jungs halt ablehnen. Würde ich genauso machen. Ich habe meinen Abra in der Spielhalle gewonnen. Jetzt ist es mein bester Partner. Wie unnötig. Auf der Route im Norden gibt's wilde Abra. Ich will's nur mal gesagt haben. Dieses Kaufhaus zeigt mir, dass Dukatia City eine sehr große Stadt ist. Dieses Angebot ist unübertrefflich. Ja gut, aber das heißt nicht, dass das hier gut läuft. Ich meine, du weißt ja nicht, was die für einen Umsatz machen. Ich bin so ungeduldig. Ich setze X-Tempo im Kampf ein, um den Init-Wert meines Pokémon zu erhöhen. Na, wenn du so gewinnst. Init ist auf jeden Fall wichtig, ja, aber du brauchst eben auch Power. Und was hast du? Achso, du hast diese ganzen Items da. Ja, nee, danke. Brauche ich nicht. Will ich nicht supporten, sowas. Hey, setzt du im Kampf X-Spezial ein? Es ist toll. Es verstärkt alle Spezialattacken. Wow, ist das toll. Ich vertraue lieber auf die wahre Stärke meiner Pokémon. Ich muss ihnen keine Drogen geben. Was hast du so? Ja, wo wir gerade bei Drogen sind. Nein, danke. Ist auch viel zu überteuert. Ich mag starke Pokémon. Ich füttere sie mit Protein, um ihren Angriffswert zu verstärken. Damit verfälschst du sie nur. Eisen verstärkt die Verteidigung deiner Pokémon. Nee, echt jetzt. Manche Pokémon entwickeln sich nur durch Tausch. Ich kenne 4. Machoke, Kadabra, Alpollo und Georock. Ich hörte, es gibt noch weitere. Ja, schon. Genug. Noch sehr, sehr viele. Vor allem welche, die, hier noch gar nicht bekannt waren und erst in späteren Gens dazukommen. Ein Pokémon, das du durch Tausch erhalten hast, kannst du nicht umbenennen. Der Name spiegelt die Gefühle des Originaltrainers wider. Das finde ich total doof. Ich finde, das sollten sie ändern irgendwie. Geheimgabe. Mit nur einem kleinen Beep erhältst du ein Geschenk. Ich sammle Pokémon. Hast du ein Abra? Möchtest du das gegen meinen Macholo tauschen? Nö, beides Versager. Und dann hau doch ab, dumme Kuh. Ja, da reagiert er gleich wieder aggro. Oh, was ist das denn? Elektroschlag, eventuell Paralyse, feuriger Schlag. Können wir uns das alles leisten? Ja? Na dann, hauen wir mal ein bisschen YouTube-Money raus. Nein, Spaß. Ja, wir hauen die Kohle raus, die wir aus den Kämpfen gewonnen haben, ne? Einfach mal alles kaufen, warum denn nicht? Ich hoffe, das Moos reicht am Ende auch. Oh ja, tatsächlich. Im nächsten Part schaue ich dann, was das alles war. Und ob wir was verwenden können. Sonntags kommt eine Dame, um nach den Pokémon zu sehen. Sie verteilt sogar TMs. Das muss ich mir merken. Da komme ich mal vorbei. Wir wollen schließlich auch in dieser Edition alle TMs finden. Hörst du den Glückskanal? Möchtest du gewinnen? Tausche Pokémon mit so vielen Leuten wie möglich, um verschiedene ID-Nummern zu erhalten. Ja, das habe ich ja auch schon erklärt. Wenn du müde bist, dann hol dir ein Getränk aus dem Automaten. Auch deine Pokémon werden sie mögen. Wenn ich müde bin? Also gibt's hier Kaffee und Espresso und so Zeug, oder was? Anstatt hier mal einen Starbucks hinzubauen. Oh, wow! Hörst du auf, mich zu belästigen? Wie bitte? Ein Junge sagt einem hübschen Mädchen, hör auf, mich zu... Okay, wer nicht will, der hat schon. Puh, bin ich müde. Manchmal gehe ich auf die Dachterrasse, um eine Einkaufspause einzulegen. Du musst ja eine Menge Kohle haben, beziehungsweise deinen Mann. Oft gibt es hier Sonderangebote. Habe ich noch nie gesehen. Bitte? Wer sagt, dass das nichts für Erwachsene ist, hä? Ich komme jeden Tag, um wirklich alle Puppen zu bekommen. Puppen? Okay, hier kann man Puppen kaufen.
Nee, also dafür gebe ich meine Kohle nun wirklich nicht her. Wie gesagt, im nächsten Part check ich mal ab, was das für TMs waren. Und ich hoffe, ihr checkt den nächsten Part ab. Bald geht's weiter mit Pokémon Kristall.